Hallo. Schmutz und Unordnung können genauso ablenken wie zu viele Besitztümer, die man nicht braucht. Vielleicht kennt ihr das ja, man sieht hier und da eine Sache im Haushalt, die gemacht werden könnte und die Dinge häufen sich schnell und irgendwann fühlt man sich überfordert und hat überhaupt keine Motivation, überhaupt damit anzufangen. Und da finde ich es immer sehr hilfreich, in Anlehnung auch an mein letztes Video, diese Dinge einfach mal alle aufzuschreiben, dann hat man gleich einen Überblick. Das heißt nicht, dass man sich zwingen muss, dann Punkt für Punkt abzuarbeiten, aber man kann sich zum Beispiel vornehmen, täglich eine Sache davon zu erledigen. Eine ordentliche und saubere Umgebung trägt erheblich zu meinem Wohlbefinden bei. Allerdings putze ich selber nicht besonders gerne. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich minimalistisch lebe. Um meinen Haushalt zu vereinfachen, um weniger Staubfänger zu haben und weniger Dinge, um die ich herumputzen muss. Normalerweise mache ich einmal pro Woche so eine größere Putzaktion, bei der ich die Böden wische, das Bad putze und Wäsche wasche. Aber da wir jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringen, wird es auch schneller dreckig. Und was mich besonders stört, ist, wenn die Böden nicht sauber sind oder auch wenn sich Müll ansammelt, also auch Altglas und Pfandflaschen. Und so hat, glaube ich, jeder Dinge, die einen besonders stören. Und mir macht das zum Beispiel nicht ganz so viel aus, wenn die Fenster nicht ganz sauber sind. Also das Fensterputzen lasse ich gerne mal schleifen. Und ja, ich habe mir jetzt angewöhnt, meinen Haushalt eher nach dem Leitsatz sauber halten statt sauber machen zu führen. Das heißt, ich wische einfach täglich die Böden und wenn ich mich mal nicht aufraffen kann, nehme ich mir einfach vor, 15 Minuten was zu machen. Und in 15 Minuten kann man eine Menge schaffen, zum Beispiel auch die ganze Wohnung zu wischen. Und ansonsten finde ich, dass kleine Handgriffe eine große Wirkung haben können, zum Beispiel das Bett zu machen. Dann sieht nicht nur das Zimmer gleich viel ordentlicher aus, sondern es gibt mir auch das Gefühl, dass der Tag jetzt beginnt und dass ich mich aufs Arbeiten einstellen kann. Oder auch, ja, wenn man sich ein-, zweimal die Hände wäscht, dann sind die Armaturen oft voll mit Wasserflecken und das sieht dann gleich so schmuddelig aus. Und für so leichte Wasserflecken braucht man gar kein Reinigungsmittel. Ich nehme mir dann immer einfach ein trockenes Tuch. Vielleicht mache ich eine Ecke davon feucht und damit poliere ich dann die Armaturen. Das dauert ein paar Sekunden und das ganze Waschbecken sieht dann viel sauberer aus. Ja, eine dritte Gewohnheit von mir ist einfach beim Kochen gleich so ein bisschen aufzuräumen, die Utensilien zu spülen, die ich verwendet habe. Das hat den Vorteil, dass man hinterher weniger Arbeit hat. Und gleichzeitig kann man in einer aufgeräumten Küche essen. Ansonsten finde ich zum Thema Haushalt und Putzen das Buch Die Kunst des achtsamen Putzens sehr inspirierend. Und wenn ihr noch irgendwelche Tipps zum Thema Haushaltsroutine habt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.